heute an der Schule für Lernförderung Wilhelmina-Tichert. Sie hören es auch, das wird momentan abgerissen, das alte Gebäude. Wir sind hier, weil wir die Weichen gestellt haben für ein neues Gebäude. Gemeinsam mit dem Landkreis und mit der Stadt hat der Freistaat Sachsen Geld in die Hand genommen, 3,6 Millionen aus dem Programm Brücken in die Zukunft. Der Freistaat hat daraus 2,5 Millionen zugeschossen, gut angelegtes Geld, denn hier wird hinter mir eine neue Schule gebaut mit modernsten Mitteln, die dann zusammen mit dem wunderschönen alten Gebäude aus dem Jahre 1900 dann in neuen Glanze erstrahlen wird. Und das sind genau die besten Bedingungen, die unsere Schülerinnen und Schüler brauchen, damit sie erfolgreich Unterricht machen.